So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin immer noch erkältet, bisschen verschnupft, es wird wieder Zeit für eine Suppe und das soll ein Dreiteiler werden, denn wir waren irgendwann mal im Urlaub, ich glaube das war in Gera schon vor 2 Jahren oder so, da habe ich in einem Laden diese Nudeln hier entdeckt, da gab es 3 verschiedene Sorten, Instant Vermicelli Spicy and Sesam in der blauen Edition, dann gab es Instant Vermicelli Hot and Sour in dieser roten oder rosanen Version. Und dann gab es Instant Vermicelli Spicy Hot. Und da sieht der Typ am heftigsten aus, am gefährlichsten, deswegen wird das Brutalste sein. Und die wollen wir alle 3 testen in 3 Videos. Wir fangen natürlich mit dem normalsten an, der Rest kommt dann nach und nach. So, da sind wir auch angelangt bei Test Nummer 3. Der Nachgeschmack vom letzten ist mir immer noch da. Das war mir nicht geheuer. Ich schwöre auf Spicy Sesam, aber nicht auf Hot and Sour. Bin gespannt, was jetzt Spicy Hot zu bieten hat. Denn das ist das letzte von Akuan. Instant Vermicelli Spicy Hot für 6,99 €. 4 Päckchen. Und guckt euch den Typ an. Der hat einen ganz roten Kopf, der sieht richtig brutal aus. In dem davor hat er sogar eine Brille aufgehabt, sah aus wie ein Professor. In dem ersten ist das ja alles blau gewesen und er sah noch so harmlos aus. Aber der hier, der ist bestimmt richtig genial. Da bin ich gespannt, was das wird. Natürlich wieder non-fried, also nicht frittiert, Restaurant-Style. Aufreißen hier, wo das Ding ist. Dann haben wir jetzt hier wieder unsere Nester drin. 4 Nester-Päckchen sind am Start. So eine Verpackung habe ich noch nicht gesehen, außer bei den 2 anderen Sorten davor. Es wird wieder empfohlen, 600 Milliliter Wasser zu nehmen. Ich nehme 300 Milliliter Wasser, weil mehr passt nicht in die 4-Bro-Schüssel. Dadurch wird es aber richtig intensiv, was beim ersten Jahr noch richtig toll war, von diesem Spicy-Geschmack. Das zweite übelst abartig war, da habe ich alles wie Bierschanga in ihr Fanpaket reingepackt, da kann die sich damit rumärgern. Jetzt machen wir wieder das kleine Unboxing. Müll, 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 Müll. Dann haben wir hier wieder unser Nudelnest eingepackt, was wir erstmal auspacken müssen. Was dann wieder in die Schüssel reinkommt. So, wir riechen auch wieder dran, denn die 2 Nester haben unterschiedlich gerochen, obwohl die Nudeln alle die gleichen sein müssten. Da müsste jetzt noch nichts mit Geschmack oder so daher ankommen, aber doch, das riecht auch schon wieder anders. Also keine Ahnung, vielleicht ist das einfach, je mehr ich von diesen Nudeln esse, desto mehr geht alles kaputt. Deswegen riecht das auch anders. Aber guckt mal, da könnt ihr das so als Schälchen hinstellen. Da können die Kinder ihre Ostereier reintun und dann können das irgendwo im Garten verstecken. Das ist doch cool. Einfach Ostergras gekauft, fertig. Jetzt haben wir hier auch wieder, wir haben nur 3 Tüten dabei. Sonst waren da doch immer 4. Sonst gab es nämlich dieses Tütchen. Das hast du aufgemacht und da war so Grünzeug drin. So. Oh, das machst du auf und auch hier ist so Grünzeug drin, was wir dann hier auf das Nudelnetz machen. Dann habt ihr das hier drauf, okay, weil da kommt ja eh nur heißes Wasser drauf, dass das dann alles da drin rumschwimmt. Dann haben wir ein Tütchen gehabt mit Pulver, was schon eine Geschmacksrichtung vorgeben soll, damit das wässrige Wasser auch Geschmack hat. Boah. Das riecht auch wieder total muffig. Egal, wir packen es uns jetzt hier drauf. Einmal Mufflon zum Mitnehmen, bitte. Da könnt ihr ja sagen, hier komm, ich hab dir Wasser mit Geschmack gemacht. Nehmt so ein Tütchen, eine Wasserflasche rein, gebt es dem Kind mit zur Schule. Und dann sagt das, boah, du so, ja, das dachte ich mir schon. Aber jetzt fehlt das Päckchen, denn das dritte Päckchen war immer das kleine. Im ersten war das eher so hell, gelblich. Hat irgendwie so eine Erdnuss-Butter-Note gehabt, wenn man davon probiert hat. Beim zweiten war das richtig schwarz und brutal, flüssig, wie Hoisinsoße, so ein bisschen stechend. Aber das fehlt hier. Hier ist das dritte Päckchen nicht dabei. Hier ist nur das letzte Päckchen. Und das letzte Päckchen ist ja eigentlich die Chili-Soße, die auch sehr ölig ist, die du dann darüber machst. Was ich hier aber sehe, hier sind überall kleine Sesamkörner drin. Das habe ich bei den anderen nicht gehabt. So, jetzt schneiden wir das auch auf. Suchen uns wieder was, wo wir es hier drauflegen können, damit nicht der ganze Tisch versaut. Kippen das jetzt hier drüber.
Das hat eine, ja, eine rote Färbung. Sieht jetzt aus wie süß-sauer. Süß-saure Soße, weil das ist irgendwie sehr hell. Es ist ein freundliches, hellrot, Brandschissrot, irgendwie sowas. Während, ich bin ja die schwarze Farbe jetzt gewohnt von dem davor. Das hier macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Geht dann hoffentlich in die spicy Richtung und hat keine komischen, störenden, säuerlichen Aromen und hat hier nicht irgendwie was extrem salziges oder saures oder, ach ja, abartig halt. Eigentlich musst du nur sagen, hoffentlich ist es nicht abartig, da weißt du ja schon, was du alles nicht magst, und das ist dann alles damit inbegriffen. Und ansonsten schmieren wir das Tütchen wieder hin und her, bis alles raus ist oder so gut wie. Du kriegst es halt nicht, weil alles irgendwo da hinten hängt. So, wir probieren auch mal hier von dem Tütchen. Ja, schmeckt nach... Ich würde sagen, schmeckt nach altem Heu, nach alter Scheune. Total... Weiß ich nicht, total unauffällig. Irgendwie, als wäre es einfach nur staubig. Staub und dann plötzlich... Oh, brennt dir was im Rachen, dann plötzlich musst du husten, dann ist hier noch ein Klecks auf dem Tisch. Also wenn das so schmeckt wie jetzt, dann sage ich auch wieder gute Nacht. Aber wir müssen jetzt erstmal das Wasser holen, das Wasser drauf kippen. So, so sieht das jetzt aus, zurechtgemacht in der Schüssel. Und ich merke schon, weil es ist ja mein drittes Päckchen, was ich jetzt nacheinander esse, ich werde wahrscheinlich wieder komplett Dünnschiss kriegen. Der wird schon jetzt schlecht, durch das ganze Ölige auch immer zu. Das hast du halt bei den Samyang-Nudeln nicht. Da hast du einfach nur Nudeln und du hast eine schöne Soße. Eine schöne Soße, die du auch so als Soße essen kannst. Aber hier Öl, 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 noch mehr Öl. Ich bin auch kein Freund von Chiliöl oder so. Wenn du dir irgendwas schärfen sollst, dann nimmst du da Chiliöl dazu und dann klebt sich der ganze Magen so wegen dem Chiliöl. Das ist nix, da brauche ich nix. Da lieber einfach eine Soße. Eine richtige Soße, also irgendwas Besseres. So, jetzt hier verteilt sich der ganze Sesam. Komm, ich drehe es mal kurz rum. Ich zeig's euch mir wieder so. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich zeig's euch mal so, wie ich es gerade sehe. Und seht ihr da das ganze Hühnerfutter, was da drin ist? Die ganzen Körner, die ganzen Sesamkörner. Das sieht auch wieder sehr interessant aus. Das Netz ist aber noch fest, das heißt, wir müssen noch warten, bis das Netz weich wird, ziehen lassen, ein bisschen rummachen und dann ist es hoffentlich der letzte Teil davon. Eine Sorte gut, eine Sorte nicht gut. Ich bin gespannt, was die dritte kann. So, die Nudeln sind jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich werde es mal probieren und ich habe mega Schiss, weil die zweite Packung halt eben so komisch geschmeckt hat. Aber das sieht ja hier gut aus, weil das ist ja wieder rötlich und nicht so schwarz. Nicht so schwarz und komisch. Erstmal einen kleinen Bissen. Und ich muss sagen, ich finde immer noch die erste Sorte am besten. Dann kommt die, und dann kommt die zweite Sorte. Also, ich fand auch die erste irgendwie am schärfsten. Die erste war richtig spicy. Spicy Sesam war genial. Sour, hot and sour war nix. Und das hot, spicy hot, spicy hot. Schmeckt gerade nach gar nichts. Entweder ist jetzt in der Zwischenzeit die Erkältung so weit vorangeschritten, dass ich jetzt gar keinen Geschmack mehr habe. Oder ich habe mir halt so auf die Zunge verbrannt vorhin bei den zwei anderen Portionen, dass ich jetzt halt keinen Geschmack mehr habe. Oder es ist halt nicht so intensiv. Ich meine, ich rieche ja was, ich rieche ja was. Es riecht ganz gut, aber es riecht auch nicht so intensiv, wie das andere alles gerochen hat. Und ich glaube, in der kurzen Zeit jetzt kann sich mein Geschmackssinn nicht großartig verändern. Wir werden jetzt erstmal die Nudeln essen und gucken, ob sich da was verändert noch vom Geschmack. So, die Nudeln sind jetzt irgendwie leer. Bin auch ein bisschen irritiert, weil ich habe zwischendurch ja die Fotos gepostet von den Packungen.
Und Jinaya drunter kommentiert irgendwie so, oh, sieht gut aus, oh, sehr interessant. Aber ich war mir doch sicher, dass sie die doch auch hat. Also sie hat die doch im Laden entdeckt, kam raus und ihr gefragt, wo hast du die denn gefunden? Da in dem Laden drin, dann bin ich rein und habe mir die Sorten mitgenommen. Oder sie hat nur eine von den drei Sorten mitgenommen. Ich habe alle drei mitgenommen und deswegen kennen sie zwei von den Sorten nicht. Ich dachte aber, sie hat auch alle drei, ist dann nochmal rein oder wie auch immer oder keine Ahnung, ist auf jeden Fall wie immer sehr kompliziert. So, von Schärfe merke ich jetzt hier leider absolut gar nichts. Das heißt, Hot, Spicy Hot ist nicht scharf. Wie kann das sein? Keine Ahnung. Geschmacklich ist es jetzt auch nichts Besonderes gerade. Du siehst überall die Sesamkörner, was mich irritiert, weil das hätte ja bei dem Spicy Sesam drin sein müssen. War es aber nicht. Ich habe auch nichts durcheinander gebracht. Ich habe es ja jetzt frisch erst aufgemacht. Ihr habt das gesehen. Ist auch eine Sorte, wo ich sage, brauche ich nicht nochmal. Das erste war gut. Das, was so unscheinbar aussah und blau und gemütlich, das war gut. Aber ich glaube, auch das würde ich mir nicht nochmal holen. Erstens komme ich eh nicht mehr ran. Und zweitens, es ist halt trotzdem alles Suppe. Und es ist halt nicht das, was ich sonst gewohnt bin. Vielleicht habe ich mir aber auch so die Schnauze verbrannt, dass ich jetzt eben nichts mehr merke und deswegen bitzelt auch die Zunge so ein bisschen. Ihr kennt das ja bestimmt. Aber ich glaube, da werde ich die restlichen Packs auch bei Bierschanga ins Fanpaket mit reinpacken. Jetzt trinken wir nochmal die Suppe hier raus. Also man schmeckt was. Also man schmeckt was. Es ist nicht so, dass kein Geschmack da ist. Es muss wohl wirklich so sein, dass das halt nicht so intensiv ist. Und das ist sehr schade, weil das erste hat mich wirklich überzeugt. Jetzt trinke ich hier und es schmeckt halt langweilig. Also es schmeckt wenigstens nicht so abartig wie die zweite Packung. Aber es schmeckt halt langweilig. Das erste war halt das Beste. Auch wenn ich es noch 30 Mal sage, es wird sich auf jeden Fall nichts ändern. So, das war der große. Wie heißt das überhaupt? Akuan. Das war der große Akuan Instant Vermicelli Test. Alle drei Sorten. 7, 14. 21 Euro für das ganze Zeug hingeblättert. Hat sich aber nicht gelohnt. Erst okay, dann ging es nach unten ein Stück zurück, aber es hat nicht mehr die Spitze erreicht. Wenn ihr das kennt, schreibt es rein. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.